Leute, hier ist eure Skylight und wir sind zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ja, im letzten Part haben wir rumgefailt, einen Güterwagen zu suchen, was ich nicht geschafft habe. Ich habe jetzt mal ganz kurz nachgeguckt, in welchem Gebiet es den gibt. Also das Einzige, was ich wirklich nachgeschaut habe, ist, den kriegen wir irgendwo in der Feuerhöhe. Das heißt, kein Wunder, dass wir den noch nicht haben, den kriegen wir noch. Vielleicht sogar story-intern, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt wirklich nur nachgeguckt, wo man den kriegt, in welchem Gebiet. Und die Liste sagte mir, Güterwagen, Feuerhöhe. Das war erst nach Gebieten und dann konnte man nach Details nochmal gucken. Aber als ich schon gelesen habe, Feuerhöhe, war mir klar, den können wir noch nicht haben. Und deswegen fangen wir jetzt in diesem Part an und erkunden die Feuerhöhe. Was meinst du, Zelda? Das ist ein bisschen früh, aber suchen wir den nächsten Lokomot, erneuern die Schienen der Feuerhöhe. Aber wozu müssen wir denn hinfahren, Link? Ja, ins Schneegebiet, da ist doch die Verbindung. Hast du doch selber gesagt vor ein paar Parts. Ja, und deswegen fahren wir jetzt Richtung Feuerhöhe. Los geht's. Na super dann. Oh. Da vorne scheint es zu sein. Die Feuerhöhe. Okay, der Himmel hat sich rot gefärbt. Was für ein Gebirge. Wir müssen vorsichtig sein und... What the... Hä, was? Los, beeilen wir uns. Ja, beeilen wir uns. Und wir kommen in einem neuen Gebiet an. Zur Begrüßung machen wir ein paar Felsen kaputt. Yay. Okay, und wir können einfach mal so fette Felsbrocken auf die Schienen bekommen. Na super. Dankeschön. Lieber netter Vulkan, bitte mach, dass du nicht unseren Zug triffst. Ist das steil, ob wir da hochkommen? Klar kommen wir da hoch. Wir fallen mit voller Geschwindigkeit, Zelda. Wir schaffen das! Außerdem, das ist ein Gebirge. Ein Gebirge muss steil sein, aber ich glaube, ich fahre mal in die Richtung. Ich weiß nicht, ich sollte mich, glaube ich, nicht in einen Tunnel trauen, wenn ich erst einmal ein Dorf aufsuchen sollte. Denn ich weiß ja auch gar nicht, wo der Feuerschrein liegt, deswegen wäre es eigentlich besser, man guckt wirklich erstmal nach dem Dorf. Das war ja bislang immer mehr oder weniger der richtige Weg. Oh, 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 da mussten wir aber schnell bremsen. Okay, wir befinden uns in... Was? Goronendorf? Geil, hier gibt's Goronen. Epic. Oh, das ist cool. Ich mag Goronen. Obwohl, die sind ja Zelda-Urgestein, die kommen immer vor, irgendwo, irgendwie. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Naja, im Dorf scheint es drunter und drüber zu gehen. Ich mache mir irgendwie Sorgen und in diesem Zustand kann ich überhaupt nichts ausrichten. Hm, sag mal, Link, kannst du nicht herausfinden, was dort los ist? Sprich mal mit den Goronen in der Gegend, ja? Klar mache ich das. Komm mit, Zelda. Du folgst mir irgendwie immer, kann das sein? Und Moment, was ist da auf dem Schild? Goronenladen hier entlang. Ja, das sei der Goronenladen, ist es mir klar, aber ich sollte mal reingucken. Vielleicht gibt es da was Interessantes. Komm nur herein. Wenn dir etwas gefällt, dann kauf es doch einfach. Okay, hier gibt es gelbes Elixier, das alle Herzen auffüllt, alles klar. Und Köcher? Okay, es gibt später noch einen Bogen, alles klar. Und 2000 Rubine, ja klar, da hole ich mir, wenn, erst den Herzcontainer dafür, es sei denn... Obwohl, ich werde wahrscheinlich eher den Köcher brauchen, wenn ich den Bogen kriege. Das ist schlecht. Das heißt, ich muss schnellstmöglich an 2000 Rubine kommen. Das heißt, wir müssen jetzt demnächst viel an Rubinen abgrasen. So, sag mir, was los ist. Oh, du bist wohl neu hier, Fremder. Willst du etwa unser Dorf besuchen? Ja. So oder so, du kannst jetzt nicht in unser Dorf. Die Lava hat den Zugang blockiert.
Wenn du es eilig hast, solltest du mit Kargoron reden. Folge dem Weg da drüben, um ihn zu finden. Kargoron? Kargoron kann mit dem Berg reden. Er bittet ihn gerade, den Vulkan nicht weiter ausbrechen zu lassen. Sei vorsichtig, wenn du zu ihm gehst. Die Beben machen den Weg zum Altar sehr gefährlich. Okay. Und was sagst du, Kleiner? Was für eine Eruption überall Lava. Mein Opa ist noch im Haus. Ich will zu ihm. Hoffentlich geht's ihm gut. Ja, das hoffe ich auch. Dein armer, armer Opa. Was ist mit dir? Die Lava hat den Weg ins Dorf blockiert, Fremder. Der Berg muss zornig sein. Aber er ist nicht wegen mir zornig. Alles klar? Das hat man ja manchmal so in Filmen, dass sie dann sagen, weil der Fremde hier ist, ist der Berg zornig. Wir müssen ihn in die Lava schmeißen und sowas. Nein, das müssen wir nicht. Aber wobei, Goron sind eh friedlich. Mehr oder weniger. Okay, hier ist der Weg zum Altar, würde ich sagen. Lang geht's. Los geht's. Lang geht's. Mein Deutsch ist heute wieder fabelhaft. Hey, das ist ja eine Kiste. Cool. Moment, da konnte man wirklich durchgehen. Ey, das ist ja lame. Lames Versteck. Und yay, eine Marone. Cool. Das Eisen, das wir hier produzieren, ist bekannt für seine Stärke. Aber bei Lavaschmidt selbst unser Eisen. Wir können nichts tun. Ah, das ist scheiße. Na gut, dann würde ich sagen, los geht's. Und, Felsen. Und vom Himmel fallende Felsen. Miep. Einfach nur Miep. Angst. Panik. Toll, wie wir uns hier vorbeischleichen müssen. Und hey, da ist eine Truhe. Ich will die Truhe haben. Und, es fällt vom Himmel, es kommt von der Seite. Mami. So, weg hier. Noch mehr. Ihr habt doch Arsch offen. Ja, sicher. Armer kleiner Link. Armer kleiner Link muss alles alleine machen. Zelda, klau dir einfach Turm und hilf mir. Und was, ein Schalter? Ich hau mal auf den Schalter. Oh. Okay. Oh, das ist auf Zeit. Nee, wie scheiße ist das bitte? Das mache ich nicht. Das mache ich jetzt nicht. Ihr könnt mich. Ja. Ich kann mir aber aufgrund der Karte schon denken, was los ist. Ich werde das dann auch im Video sehen, was ich meine. Oder gleich. Ich gehe jetzt eh hin. Wieso mache ich jetzt so Müll? Ich bin zu verwirrt. Zu viele Felsen. Alles kommt von überall. Bäh. Ja, hier muss man mit der Peitsche rüber. Das heißt... Moment, ich habe eine Idee, was man machen kann. Wir müssen mit der Peitsche darüber. Das heißt, ich nehme jetzt den Boomerang. Bin jetzt mal ganz schlau. So, dann rüste ich gleich die Peitsche aus, nehme die Peitsche, gehe rüber. Und hoffe, ich schaffe es im Zeitlimit. Dann darf ich natürlich von keinem Felsen getroffen werden. Nichts! Wow! Geschafft. Geil. First try. Okay. Das war aber auch eine gute Überlegung. Und ich habe gerade den Felsen kaputt gemacht. Ich bin ein böses Kind. Ja, ich bin böse. So, und was ist, wenn ich hier runtergehe? Ist hier irgendwas? Nee. Schade. Ich dachte, hier wäre irgendwie noch Gras oder sowas, dass man noch kaputt hauen kann, damit ich Rubine kriege. Aber nö. Da oben muss ich auch noch mal hin. Oh. Na gut, aber was ist hier? Ich glaube, hier geht's raus. Das heißt... Ah, hier ist der Altar, wie mir scheint. Der sieht komisch aus. Das ist bestimmt Kargoron. Ein fremdes Gesicht? Das ist ein heiliger Ort für uns, Goron. Du kannst hier nicht einfach rumspazieren. Moment mal, du bist ja noch ein Kind. Bist du ganz allein hierauf? Welch außerordentlicher Mut! Was willst du denn hier? Also... der Feuerschrein. Ich kann dir nicht sagen, wo du ihn findest. Das Geheimnis kennt nur unser Dorfältester.
Willst du unseren Dorfältesten sprechen? Ja, und by the way, du sprichst unsere Sprache sehr gut. Ja, ich habe mir den Akzent schon lange abtrainiert. Sehr gut. Aber du gibst nicht so leicht auf, das gefällt mir. Ich weiß einen Weg, wie du ins Dorf kommst. Du bist doch Lokführer, oder? Wie? Lokführer haben eine besondere Aura, an der ich sie erkenne. Ah, okay. Ich denke, dein Zug könnte hilfreich sein. Den Rest erkläre ich dir unten. Geh du schon mal voraus. Okay. Aber erst einmal sehe ich mich hier rum, will nochmal die Truhen einsammeln und alles. Und natürlich Rubine. Ganz viele Rubine, wenn wir tatsächlich bald 2000 Rubine für diesen Köcher brauchen. Ich habe mich zwar gewundert, wo der Bogen bleibt, aber dass wir dann auch nochmal den Bogen kriegen und dann noch 2000 Rubine für einen Köcher zahlen müssen. Ach du Scheiße. Okay, wir haben eine Piratenkette erhalten. Nur Piratenanführer können sie tragen. Seht ihr diesen Schatz in deiner Sammlung an? Okay. Kennen wir aber schon. Und was ist eigentlich, wenn ich hier entlang gehe? Dort war wahrscheinlich die Abkürzung. Und was ist hier? War hier nicht die Truhe? Ja, hier war die Truhe. Geil. Okay, ich habe die Krone von Ruto erhalten. Ja, sie werden schon seit Generationen von den Zoran weitergegeben. Cool. Ah, das heißt, wir müssen jetzt durch die Felsenlandschaft. Na, müssen wir. Ich würde sagen, scheiße. Obwohl, zurück ist immer schneller als hin. Deswegen gehen wir mal los. Kauron, was ist los? Ich möchte diesem Lokführer etwas geben und dafür brauche ich deine Hilfe. Kein Problem, Kauron. Okay, und was kriegen wir jetzt? Okay, was ist das? Nein, sag jetzt nicht, das ist... Hier kriegt man den also. Da habe ich mich den letzten Part so abgemüht, den zu finden. Das ist nicht fair. Aber cool, wir haben hiermit den Güterwagen der Götter erhalten. Ja, bring uns mit Hilfe dieses Güterwagens etwas, das die Lava abkühlen kann. Frag mal die Händler in den verschiedenen Dörfern. Okay. Wo könnte man denn... Ah, ich hab's. Aber ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Bis dann, Leute. Bye, bye.